Und dann habe ich erfahren, dass 10 Minuten in dieser Richtung die Anita Berber bestattet wurde. Sie ist ja so eine Berliner Ikone aus den 20er Jahren und deshalb haben wir hier ein ehrenwürdiges Denkmal gesetzt. Ja, manche waren halt total dagegen, dass ich daran teilnehme, was ich aber auch verstehe, den Gedankenansatz, dass ich hiermit halt Teil des Problems der Gentrifizierung bin. Andererseits verstehen auch viele die Zwickmühle, in der sich Künstler befinden, weil letztendlich muss man ja auch gucken, wie man seine Projekte finanziert, wie man sein Geld verdient. Also einerseits, man trägt dann halt zum Artwashing und Gentrifizierung bei, andererseits ermöglicht es halt auch die Umsetzung von Projekten und die meisten Nachbarn freuen sich halt auch.